Test. Hopefully it's gonna be good. Hallo ihr Lieben, was geht ab? Seid herzlich willkommen zu einem League of Legends Gameplay. Erstmal vielen Dank für all die lieben Daumen fürs gestrige Video und jetzt meine Frage an euch. Ist Lee Sin noch beliebt? Warte, ich muss das Ganze hier ein bisschen mehr Ausdruck verleihen. Ist Lee Sin noch beliebt? Das ist die Frage. Lee Sin ist ja irgendwie nicht mehr so krass gespielt, weil es viele Jungler gibt, die da irgendwie besser sind. Hikarim ist zum Beispiel ein Beispiel dafür, wer einfach besser ist. Das Ding ist, man sieht auch auf der Worlds noch das ein oder andere Mal Lee Sin. Im Solo-Queue willst du eigentlich gar nicht mehr Lee Sin in deinem Team haben. Es ist total tricky. Und ich dachte mir, woran liegt das? Ist Lee Sin überhaupt noch populär? Ich weiß noch, in meinen Community-Games damals, jeder hat Lee Sin gespielt. Und ich habe mich gefragt, was ist damit passiert? Und ich habe mal im Internet geschaut und mich gefragt, welcher ist der meistgespielte Champion League of Legends und welcher, wie weit ist Lee Sin in dieser Liste? Und meine Antwort daraufhin ist, der meistgespielte Champion in League of Legends ist Caitlyn. Fand ich ganz interessant, aber auch nicht verwunderlich, denn ganz ehrlich, im letzten Patch war Caitlyn der beste ADC und auch auf der Worlds ist sie definitiv noch top-notch. Auch wenn Twitch zum Beispiel sein Comeback bekommt und viele andere, ist Caitlyn nach wie vor einfach absolut gegeben. Und am zweitmeisten war auch schon Ezreal gespielt. Also generell viele ADCs unterwegs, habe ich das Gefühl. Jetzt habe ich den gesmited, ob das gut war, nobody knows. Und Lee Sin. Ich weiß nicht, früher war der, glaube ich, mal Mouseplayed. Jetzt ist Lee Sin nur noch auf Rang 6. Fand ich immer noch völlig in Ordnung, muss ich sagen. So, Lee Sin auf Rang 6. Zeigt schon, dass er noch von so vielen Champions immer noch sehr viel gespielt wird. Wait, die wollen fighten. Die wollen fighten. Und ich dachte mir, ich packe selber mal wieder Lee Sin aus. Und meine Frage an euch ist, wie findet ihr Lee Sin? Lohnt sich Lee Sin noch? What? Ich hab gar nichts gemacht, ich krieg den Kill. Ich dachte erstmal, was macht die Xayah? Ihr dachtet das bestimmt auch. Ganz ehrlich, jeder, der gerade das Video schaut, der dachte sich gerade, was macht Xayah? Warum geht die so nach vorne? Die ist voll in die Gegner reinge... AFK gelaufen und dann dachte ich mir so, okay, wird die jetzt zurückkommen oder nicht? Ich bin leider noch nicht... Ja, es sieht super huge aus hier. Und ich krieg den... Lee Sin ist ja immer noch... Der Boss? Warte mal, ich habe letztens erst ein Video gemacht zu dem Boss. Das ist ja Set. Set ist der Boss. So viel steht fest. Aber Lee Sin ist... Ne, er war schon immer stark im Early. Das war ja auch... Jetzt habe ich zweimal Auto-Takes verpatzt. Ey. Was will die machen? Die hat keine Energie. Was will die machen? Killt die mich? Natürlich hat die Ignite. Natürlich hat die Ignite DP. I mean... Ey. Ey! Oh, der hatte keine Energie mehr. Das ist gerade so. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. You got me. You got me there. Well played an dieser Stelle. Hätte sie mich nicht ignited, hätte sie drei Auto-Attacks mehr machen müssen. Bei mir kam jetzt Auto-Attack, Q, Auto-Attack, Q. Dann wäre sie tot gewesen. Da spielt die Ignite. Fun. Fun pur. Geht auf jeden Fall gut los. Ich habe meine zwei Kills. Ich habe die Krabbe. Ich habe mein Early Tiamat. Das habe ich nämlich auch gesehen bei op.gg. Es gibt die Lizenz, die starten ganz normal Machete Trank. Und dann gibt es die starten Machete Heilkugel. Das habe ich jetzt gemacht. Und zack, siehe da, ich habe ein Instant Tiamat. Minute 4. Nicht übel. Nicht übel. Und jetzt werde ich mir den Double Buff. Double Buff, ne, das war nur der Red Buff. Den werde ich mir einfach wiederholen. Die Frage ist, warte mal, jetzt ist Akali plötzlich nicht mehr da. Okay, war sehr low. Kassadin hat das unter Kontrolle. Zack, Talon kriegt den nächsten Kill auf Yo. Und der raged bereits rum. Let's go. Also Lee Sin, immer noch ein Fun-Champ. Ich meine, er ist der sechstmeistgespielte Champ. Deswegen muss der Fun-Faktor groß sein. Was will die Elise? Will die Elise?
Oh, sie geht links rüber. Ich dachte, ich predikte die Q. Warte mal, Elise will die anschließend noch hier hoch? Lol. Warjump hat funktioniert, Kappa. Okay. Also Lee Sin definitiv nach wie vor ist, ne, ähnlich wie Yasuo. Jetzt, seitdem es Yone gibt, wird Yasuo nicht mehr wirklich gespielt. Das ist das Witzige an der Geschichte. Der große Bruder von Yasuo ist einfach noch kranker als Yasuo und deswegen, meine Freunde, wird der nicht mehr gespielt. Also die Yasuo-Zeiten sind irgendwie vorbei. Die Plage, man muss jetzt einfach im Rank-Game Yone bannen und nicht mehr Yasuo. Weil sonst, oh oh. Wie low ist sie? Die ist ja noch komplett voll. Ich versuch's trotzdem. LOL! Entweder haben die Ranges geändert oder ich bin einfach gerade. Ich wollte WQ machen. Und dann habe ich von hier eine Q gemacht, weil die W. Haben die W? Ne. Tarn und Roam, das heißt, ich muss wahrscheinlich die Mitte halten. Sie hat keine Rauchwolke und muss den Freeze breaken. Das ist super. Die hat gerade keine. Ja, ich muss eigentlich rein, solange ich keine. Jetzt auf den Minion. E. Tiamat. Minion Block. Jetzt muss die Q sitzen, ne? Jetzt muss, sie wird dancen. Okay. Ich dachte, die hat mich schon wieder oder so. Never mind. Das war die Rache. Akali fasse ich nicht mehr an. Akali fasse ich nicht mehr an. Jetzt. Lieber gehe ich zum Yone, das hat mir besser gefallen. 7-2, Lee Sin macht Trouble im Early. Funktioniert. Lasst einen Daumen nach oben da. Ansonsten, ja. Ja, 6 meistgespielter Champ, er macht Fun, ist aber nicht mehr so krass wie früher. Was haltet ihr von Lee Sin? Meine Frage an euch, was haltet ihr von Lee Sin? Es gibt ja auch dieses klassische Meme, Never Play Lee Sin oder so. Das habe ich ja früher auch ganz gerne mal gesagt, aber ja, Lee Sin ist eigentlich so für OTPs was, aber zum Beispiel, so guck mich jetzt an, ich bin kein Lee Sin OTP, habe aber trotzdem meinen Spaß, so, solange du auf Standard-Kombos, wenn du die Standard-Kombos beherrschst, reicht das meiner Meinung nach. Ups, jetzt habe ich den gepingt. Mit Standard-Kombo meine ich zum Beispiel, wenn du im Gegner dran bist, Flash Q und so. 2 Auto-Attacks dazwischen, ein bisschen gegen Sustain. Was passiert hier? Alright. Ja, Talon hat mir vertraut. Ich habe ihn auch vertraut. Und zack, sieh da, es hat wieder funktioniert. Starkes 2v2 der. Krabbe nehme ich mit. Für den Drake traue ich mich nicht. Ich bin aber sowieso ziemlich rich. Ja, der pinkt den Drake, I know. Ich habe keinen Smite. Wir haben eigentlich gutes Warding und Prio. Bot und Mitte. Vielleicht hätte ich Draken sollen. Aber man weiß nie in einem Normal, ne? Auf einmal taucht hier jemand auf, holt mich. Ich könnte jetzt noch Draken eigentlich. Need Bot. Ja, wenn die kommen. Ist es ein Inferno Drake? Inferno Drakes. Ich habe das Gefühl, wenn ich mit einer Botlane spiele und es ist ein Inferno Drake, kommen die. Wenn es ein Mountain Drake oder ein Cloud Drake ist, kommen die nicht. Klar, es ist natürlich, ich kann mir so nicht sagen, es ist immer unterschiedlich. Definitiv. Aber ich habe schon das Gefühl, dass der Inferno Drake eine höhere Prio hat. Ja, probably warded. Hit Q, follow Q. My mind is telling me no. What? But my body is telling me yeah. Das war gerade so Lee Sin so. Ich habe den blinden Q getroffen und dachte mir, okay, wenn ich den blinden Q treffe, muss ich auch reingehen. Ich glaube, das ist auch einer der, ne, der Gründe, warum Lee Sin immer so ein bisschen reinzackt dann manchmal, weil er greedy wird, weil er versucht zu kombinieren. Aber ich habe Fun. Und holy shit, ich bin rich. Und viele denken sich, ich gehe shoppen. Aber irgendwie, mein Camp ist ja noch ab. Mein Camp ist ja noch ab. Ich habe still ein Tiamat. So, warum nicht Power Farm?
Ne, man muss dann überlegen, wenn man recallt, bessere Items holt, farmt man natürlich alles ein bisschen schneller ab. Aber jetzt farme ich es ab und die Respawn-Timer sind dafür früher da. Deswegen KP, was sich mehr lohnt, so wenn alles ab ist und ich habe Tiamat und alles ready, dann nehme ich gerne auch nochmal eine Jungle-Route mehr. So. Ich finde sowieso krass, wie Lee Sin im Jungle sustained. Das ist absolut GG. Wir können es eventuell 2v2, wenn er zu mir jumpt. Jump to me, so. I mean, was war Kassadins Plan? Richtig? Oh no! Okay. Ja, der Talon ist sweet. Also, der Talon sieht, okay, Lee Sin ist in Gefahr. Ich helfe ihm. Statt. Warte mal. Können die auch noch holen? Ich hätte ihn hier noch schilden können. Wäre noch ein bisschen. Kassin geht mit. Den wollte ich noch bringen. Ja, ich habe ihn gebaitet. Das war mein Bad. Das war mein Bad. Ich habe ihn gebaitet. Wir hätten einfach bei Recoin können. Das ist das, was ich meine. Und dann kommt dieser Lee Sin, der noch ein bisschen mehr kombinieren will. Und irgendwann ist es zu viel. Und dann interst du und dann hast du ein Comeback, weil du nicht so gutes Scaling hast wie andere. Und deswegen mit Lee Sin musst du consistent bleiben. Jetzt ganz kurz, brauche ich Magiresens oder? Der CC, Hybrid Damage, AD, AD, CC. Ich glaube, ich gehe es den Ninja Tabis hier. Ninja Tabis müsste gut sein. Wow, Botlane dominiert ja hardcore. Was ist das? 40 CS Xayah? Okay. Und jetzt habe ich einen dicken Einkauf gemacht. Dass die Akali hier die Q nicht gekriegt hat, ne? Hä? Ich meine, okay, ich take every kill. Ist es ein Normal? Kann man machen. Ah, der gute alte Smite-Mini-Move hat nicht funktioniert. Das wäre nochmal Swagger für die Galerie gewesen. Oh, man. Ganz ehrlich, Lee Sin ist frischer Wind für mich gerade. Die sind es gerade frischer Wind für mich. Wenn es läuft natürlich, ne? Wenn es nicht läuft, dann hört der Wind schnell auf. Ja, ich frage mich, ob, wie gesagt, in der Community auch noch Lee Sin Spieler sind, ob es euch auch so geht, dass Lee Sin mehr oder weniger halb tot ist. Ist Lee Sin nur für Mains gedacht? Ich habe zum Beispiel noch keinen. Warte mal. Ich könnte jetzt in. Hier passiert ja gar nichts. Ich will rein da. Komm. Ich will den Into. Ich will die in den reinkicken. Ich habe alles gefehlt. Ich bin raus. Die Flash auch noch. Ich habe alles gefehlt. Wo ist der Midlaner? Wo ist der Midlaner? Ja, wenn sie ihre W und ihr Kokon raushaut, dann gehe ich auch rein. Ganz nach dem Sinne. Kokon, Kokon. Das sind drei Drakete, die Perry Song. Okay, ich bin gerade gut drauf. Man merkt's, ich bin gut drauf. Vielleicht ist es auch einfach gerade, dass es normal ist. Genau wie das Spiel davor. Wenn du Rank spielst, hast du manchmal irgendwie so einen Druck. Aber im Normal kannst du auch teilweise Sachen probieren. Also. Ich finde es gerade wirklich. Ich hätte es nicht erwartet, dass es so angenehm ist. Oder ist es endlich mal, weil im Ranked meine Teammates immer losen? Und auf einmal habe ich ein Normal, wo so ein Talon auf einmal überall mit dabei ist. Wahrscheinlich ist es das, ganz ehrlich. Ich gucke meine Match History an. So egal, ob ich meine Lane
dominiere, Inte, gleichgehe, ist es egal, weil meine Teammates, ich gehe mal davon aus, dass meine Lanes erstmal. Boah. Das ist auch wieder so typisch, so eine Art Yasuo-Syndrom. Beziehungsweise du kannst den gut ganken am Anfang, ne? Du kannst hier auch ziemlich gut ganken, habe ich das Gefühl. So, jetzt mache ich noch das Camp Recall, das ist alles ab und am liebsten würde ich ja mal einen Black Cleaver holen. Hätte ich hier CDR, muss ich kurz gucken. Wie teuer ist denn der Black Cleaver? 2,6. Okay, muss ich noch ein bisschen holen. Ich würde super gerne noch die 2,6 zusammenkriegen, 700. Dann hole ich noch ein paar Kills über die Mitte, dann wird das schon. Warum habe ich eigentlich einen Sweeper? Ich brauche mit Lee Sin, eigentlich eher mein Dings. Okay, die hat geflasht. Ein bisschen spät gerafft. Scheiße, die kriegen wir nicht. Mein Kick nicht mehr raus. Dog Lee Sin, sagt die Akali. Oh, die muss schon mad sein. It's a fun game. Kindle Jam? Oder gehe ich hier rüber irgendwo? Wahrscheinlich waren meine Finger zu. Ich wollte erst Shen kicken, der tauntet dann weg und dann wollte ich. Ne, erst wollte ich Akali kicken, dann Shen. Beides zu langsam gedrückt. Ändert nichts daran, dass wir wahrscheinlich das Game gewonnen haben. Mit unserem AFK Top-Lane-Kassadin. Wer spielt Kassadin Top? Also wahrscheinlich einige. Was mit der Elise? Die versucht zu farmen. Elise steht 06. Ich dachte die ganze Zeit, das ist Support, aber ne, so rum ist es richtig. Ist die Frage, kommt Elise hier hoch oder da? Kommt die hier doch hier? Oder recallt die, das wäre noch schlimmer. What? Als ob die jetzt einfach so davon kommen, wie sie sich davon schleicht. Ich hoffe nur, dass ich einen Support kriege. Die macht so. Ah, scheiß auf den Pinkboard, ich will den Support, ey, obwohl ich hier noch. Nein! Ich hab nur den kleinen. Ich krieg keinen Support, ich hab nur einen Itzy Bitsy Spiderling gekillt. Wow! Geil. Das Spiel ist echt funny. Kann sie haben, den Red. Besser für sie als für mich. Ich brauch den nicht. Krabbe kommt. Ja, irgendwie regt mich der Sweeper auf. Mir fehlt dieses permanente Warjumpen. Scheiß Support-Syndrom, Kappa. Immer direkt auf den Sweeper gehen. Blue Buff kommt. Ich würde mich nicht wundern, wenn Elise auch dahin kommt. Ich habe das Gefühl, Elise versucht gerade Elise zu lernen oder so. Also entweder geht Elise hier hin oder hier hin. Die hat die zwei Optionen. Blue oder... Sie hier? Sekunden bis zum Drake. Was ein Stomp! Ah, der Auto-Attack gecancelt. Sind die low? Die arme Lese, holy crap! Sekunden. Black Cleaver ist drin. Kassadin steht 2-4, ne? Die Akali einen recht guten Job machen. Ich könnte hier warten und stehlen, ist auch Sneak. Aber das geht nur, wenn die Gegner auch den Drake forcen. Es könnte sein, dass Akali kommt.
Ich warte 5 Sekunden. Sie kommen nicht. Bevor ich meinen Sweeper wieder change, hier hat der gerade gewonnen, ich nutze es aus. Hat er hier auch gewonnen? Ja. Okay. Dann ist die Frage, wer Deftalon? Ich bin da. Ich bin hier, ich bin da, ne? Wer Deftalon? Ich gebe ihm Rückendeckung. Aber wenn alle kommen, könnte es bitter werden hier. Die will nicht Kokon, ne? Hier, komm zu mir. Oh, ich will da so rein. Ich will da so rein. Oh. Schade. Guter Move. Endlich mal ein richtig reaktiver, guter Pro-Move von Shen. Wir waren uns auch alle ziemlich uneinig, weil ganz ehrlich, Leona und Wayne sind schon zurückgegangen. Wir hatten Kassadin nach vorne geprescht ist und ich war 50-50 rein oder raus. Als Kassadin nach vorne gejumpt ist, dachte ich, okay, rein. Wenn wir... Schade. Ich wollte die auch mit dieser QW-Aktion ein bisschen baiten, dass sie hier reinkommen und dann so einen Kick ins Gesicht von allen. Man muss manchmal zaubern. Man muss mit Lee Sin manchmal... Die Magie suchen. Was brauche ich als nächstes? Erstmal wieder das. What the fuck? Das ist ein sehr schönes Item. Das ist ein sehr sicheres Item. Das ist ein sehr sicheres Item. Erstmal mehr Damage? Fragezeichen. Es spielt eh wenig. Kaum eine Rolle. Ich habe letztens mal die Preise von Energy Drinks verglichen, weil man leider nicht mehr Rhinos holen kann. Man kann es auch bei Amazon nicht mehr bestellen. Ein bisschen unlucky für mich. Und dann habe ich mal geguckt, ne? Viele trinken Monster, dann meinten manche Mike trinkt schwarze Dose, Rockstar. Gibt ja richtig viele verschiedene Energy. Dann gibt es noch die Billig-Energies, Bullet und KP. Jetzt muss ich smiten, ne? Tag, tag, tag bei 1000 so. Die hätte nicht gegönnt. Ich gebe ihr den Red Bar. Die gönnt gar nichts. What is she? Ich gebe ihr alles, gebe ihr den Red. Und wenn ich pinge, dass ich die Krabbe haben will, juckt sie es nicht. Der Junge. Das ist erstmal. Oh, Jon. What is your plan, Jon? What? Like what? Where are you going, son? Das ist geil, wenn du ultra gefeedet bist und. Wow. Was? Ein Kick ins Gesicht. Den Red kann eigentlich die Wayne haben. Ich glaube, bis sie hier ist, ist schon wieder ein neuer gespawnt. Aber jetzt mal ernsthaft so, ne? Was ist das für ein Matchmaking? Ganz ehrlich, 0-10 Dings, 2-13 Dings, 1-8 Dings, nur Alkali ist gut. Was ist das für ein Matchmaking? Sehr, sehr, sehr seltsam. Normalerweise ist es auch in den Normen so, das Matchmaking ein bisschen normaler. GG Web Plate, was haltet ihr von Lee Sin? Ist er verdient? Zu Recht der sechstmeistgespielte Champion in League of Legends. Spielt ihr ihn selber noch? Ist er nur für One-Tricks was? Würdet ihr ihn euren Freunden empfehlen? Was halt einfach generell eure Meinung zu Lee Sin? Das hier der Punkt. Talon hat mir sehr viel Spaß gebracht. Talon kriegt auf jeden Fall die Ehre.
Gucken wir kurz in den Damage-Graf rein. Well played, Talon an dieser Stelle. Akali ebenfalls. Danke für eure Zeit. Ich hoffe, ihr habt einen geilen, freshen Tag und freut euch über jedes LOL-Video. Kuss auf die Nuss. Habt einen schönen Tag. Genießt das Leben. Euer Mr. Mikey Bio 3. Macht's gut.